Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem kurzen Informations-Frustabbau-Video. Ich bin mega genervt von Black Ops 4, nicht falsch verstehen. Ich liebe das Spiel an sich, es ist einer der geilsten COD-Teile überhaupt. Aber seit dem Patch ist meiner Meinung nach das Spiel mega unspielbar. Ich weiß nicht, ob das die Amis auch betrifft, aber ich denke, dass das hauptsächlich im europäischen Raum so extrem ist. Die Server wurden wohl ein bisschen bearbeitet. Die Server liefen auf der Beta und am Anfang des Release auf 60 Hertz, was immer das bedeutet, kenne ich mich nicht aus. Jetzt nach dem Patch auf 20 Hertz nur noch. Ich habe am Wochenende gestreamt, Blackout, das ging überhaupt nicht. Ich habe so miserable Runden gehabt. Teilweise läufst du in ein Gebäude und auf einmal springst du zurück und bist auf einmal wieder 50 Meter dahinter. Einer der Effekte oder dass einfach deine Schüsse nicht connecten, merkt man extrem am Hitmarker. Das ist ja das Geile bei COD, dass man einen Hitmarker hat und sofort akustisch oder auch visuell sieht, hast du überhaupt getroffen. Obwohl du on point bist, kommen die Hitmarker einfach nicht an. Am besten sieht man es an diesem dreckigen Scheißköter vom Nomad. Mal abgesehen davon, dass der total behindert hin und her springt, was absolute unnatürliche Bewegungen sind, ist es extrem schwer, dieses Drecksvieh abzuknallen. Und das geht mir mega auf den Sack. Ja, heute wollte ich eigentlich auch 5 Stunden streamen. Nach 2,5 Stunden habe ich den Stream abgebrochen, weil es mir einfach mega auf den Sack ging. Es hat keinen Spaß gemacht. Und solange dieses Problem besteht und solange das nicht gefixt ist, wird es von mir wahrscheinlich eher selten ein Video geben, nicht so wie ich es eigentlich versprochen hatte. 2 Videos habe ich jetzt noch im Petto, die ich vor dem Patch schon vorproduziert hatte. Eins davon wollte ich eigentlich heute raushauen. Das werde ich dann morgen machen. Das zweite werde ich am Wochenende raushauen. Und dann werde ich mal sehen, ob es überhaupt machbar ist, hier noch ein halbwegs vernünftiges Gameplay zustande zu bekommen, was man auch mal hochladen kann. Ich will nicht irgendeinen Scheiß hochladen, der langweilig ist. Das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Stream wollte ich eigentlich am Freitag nochmal. Glaube nicht, dass sich das lohnen wird. Am Sonntag will ich es auch nochmal versuchen. Ich werde es sicherlich versuchen. Mit Glück. Es ist nicht so, dass man gar nicht spielen kann. Ich sage mal, wenn man in der Stunde eine Lobby findet, die spielbar ist, dann ist das total toll. Ansonsten ist es eigentlich eher frustrierend. Ich bin die ganze Zeit daran, eigentlich auszuflippen, was mir irgendwann nervt, einfach nur noch. Man ist genervt von sich selber, von dem Patch. Naja, man kann es halt nicht ändern. Das ist das Ding, wenn ich wenigstens sagen könnte, dass es an der Leitung liegt. Das ist es nicht. Das soll es hauptsächlich eigentlich von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst trotzdem einen Daumen da. Gerne mal in die Kommentare, falls einer von euch das Spiel zockt, ob ihr dieselben Probleme habt, wie sich das bei euch bemerkbar macht. Ich jedenfalls werde das Spiel wahrscheinlich erstmal weniger spielen, solange das nicht gefixt ist. Solange werde ich wahrscheinlich echt nicht viel hochladen, es sei denn, es ist mal was dabei, was brauchbar ist, aber das wage ich fast zu bezweifeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei den kommenden Videos, die ich jetzt im Laufe der Woche noch raushaue. Und das ist dann erstmal das Letzte, was ich wahrscheinlich hochladen kann, weil es einfach, wie gesagt, echt nicht spielbar ist. Und ich bin zwar überzeugt, dass die das hinkriegen werden, aber für so ein Millionen-, wahrscheinlich fast schon Milliarden-Unternehmen finde ich das echt eine traurige Angelegenheit. Deswegen zieht einen Finger, dass das wieder läuft. Ich will zocken, ich will suchten, ich will streamen. Solange das nicht der Fall ist, dass das gefixt wurde, ist das nicht machbar. Das war's jetzt von mir. Haut rein, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.